Willkommen zu einem neuen Wochenvlog, meine lieben Freunde. Ich mache mich jetzt auf den Weg zu Luisa, aber ich dachte, ich zeige euch einfach mal kurz vorher mein Outfit, weil ich sowas nie mache. Vielleicht wird das jetzt so ein Ding, vielleicht zeige ich euch mein Daily Outfit. Who knows? Also auf jeden Fall trage ich diesen Schal und diese Jacke, das trage ich eigentlich immer, weil es halt kalt ist und ihr wisst Bescheid. Dann diese Ed Hardy Jacke. Die habe ich euch schon mal gezeigt. Die habe ich bei einem Secondhand-Shop für 3 Euro gefunden. Und dann diese Hose. Okay, man kann es gar nicht sehen. Scheiße, wie mache ich das denn jetzt? So eine Anzughose, die habe ich gestern beim Flohmarkt gefunden mit dem Beinschlitz. Cool, oder? Und Air Force nicht zu vergessen. Und ich habe meine Handtasche vergessen. Scheiße, wo ist meine Tasche? Ich glaube, ich packe heute mal die ein. Die hatte ich schon länger nicht mehr. So eine kuschelige Tasche. Ja, weil Sophia möchte vielleicht einen YouTube-Channel machen. Beziehungsweise die möchte das. Deswegen try it. Es ist jetzt... Try it. Okay. Let's go. Go ahead, sis. Das ist so... Nein, nein, nein. I can't. Ich bin jetzt schon fucking überfordert mit der Scheiße. Alter. Das ist noch... Heute machen wir Gesangstraining. Du musst hier... Ma! This b- You're talking to me or what? Das schneidest du bitte raus. Oh, Zuma. Kannst du mich schon... Wer ist sie? Ja, bin ich. Was machst du überhaupt hier? Ich bin ein Einbrecher. Cute Einbrecher, let's keep her. Mit langen Haaren. Durch meine Haare kann ich mich immer verstecken. Anis Identität so. Ich hab meine langen Haare. Meine langen Haare und ich. Wir machen einen YouTube-Kanal auf und wir nennen Presso Martini. Die hauen hier die ganze Zeit die Insider raus. So, ich war, nicht, ich war nicht dabei. Ja, aber ich war nicht dabei. Ich möchte einmal ein Outfit of the Day. Oh, oh. Okay. Here we have some long ass nappy ass hair. Luisas Jacke, Luisas Pulli, Sophias Hose, die übrigens... She's like do-it-yourself queen or something. Und der Special Effect bei den Buffalos. Special Effect. Bats, bats, bats. Bats. An. So, people, I'm back home. Ich stelle jetzt eben mein Video online. Liebe Leute, ich muss jetzt noch eine... Moment, hier ist gerade irgendwas hier runtergefallen. Es war ein Haargummi. Hallo, der Fokus soll auf mich gerichtet bleiben. Also, ich muss jetzt noch eine Insta-Story für Oceans Apart filmen. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, habt ihr die schon häufiger mal gesehen. Das Video ist nicht gesponsert hier. Ich werde für YouTube nicht bezahlt, nur halt für meine Instagram-Stories. Aber dieses neue Set ist so schön. Ich habe es gerade angezogen, weil ich damit jetzt halt die Story filmen muss. Und es sitzt, first of all, so gut. Die Leggings sitzt einfach wie angegossen. Sie macht so eine schöne Figur. Und dieses Top ist halt so, für mich geht's, weil ich halt keine großen Brüste habe. Aber das ist quasi so ein Top, also da ist so ein Sport-BH drin. Und oben geht nochmal so ein Stoff drüber. Das heißt, es bleibt nicht bei dieser Bauchlänge, sondern da kommt noch so ein längeres Stück dazu. Und dadurch ist es nur ein bisschen baufrei. Und das ist so das Baufrei, was ich gerne mag. So, wenn es so minimal rauspiekt. Ich weiß nicht, ob man das so gut erkennt. Das ist halt so ein glänzender Stoff. Das hat ein bisschen so eine Lederoptik. Ey, ich bin gerade so schock, ne? Ich habe das so angezogen. Ich so, okay. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, dass ihr es nicht bezahlt. Aber folgt mir gerne auf Instagram. Da teile ich halt meinen Code mit euch. Also, wenn ihr da mal irgendwas bestellen möchtet, macht's sehr gerne mit meinem Code. Okay. Ich kann euch ja mal ein bisschen mitnehmen, wie ich das mache. Also heute habe ich mir überlegt, guck mal, wenn ihr die gesehen habt, ich mache das immer so auf Surprise-mäßig, also so meine Zuschauer sind plötzlich in meinem Zimmer und dann mache ich so irgendwas und dann bin ich so, oh Leute, was macht ihr denn hier? So, und heute mache ich so, als wenn ich gerade rausgehe. So, ich ziehe mein Outfit an, weil ich finde, diese Leggings kann man einfach so als Daily Leggings tragen, weil sie einfach so schön ist. Und dann kannst du sie zum Sport und noch im Alltag tragen, wie du gerne magst. 2 in 1. Ja, bauchfrei würde ich jetzt vielleicht nicht rausgehen, aber sondern machen wir mal die Jacke zu. Das ist quasi mein Outfit von vorne, nur mit anderer Unterlage. Und übrigens auch bester Geheimtipp, wenn ich irgendwas auf dem Bett liegen habe. Ach, hier ist meine Handtasche. Ja, egal, ich nehme jetzt einfach die. Und man soll das halt nicht sehen. Dann mache ich so. Einmal die Decke drauf. Easy! Da mache ich auch noch so das Kissen drüber. Da fällt es noch weniger auf. Ja, jetzt habe ich meine Jacke schon angezogen, aber ich habe noch nicht mal mein Licht angemacht. Nix. Habe ich genug Akku?
erste Lämpchen. Genau, wo stelle ich jetzt meine Kamera auf? Wo ist mein Lipgloss? Ach, wahrscheinlich in der Handtasche, die ich hier unter dem Bett versteckt habe. Unterm Bett vor allem. Unterm Bett. Unten drunter, unter meinen Bettkästen. Okay, let's go. Oder? Ach, Leute, ihr seid mal wieder am Start. Ich wollte eigentlich gerade losgehen, aber ich muss euch auf jeden Fall kurz vorher noch mein OOTD präsentieren. Und so läuft das Ganze ab. Ihr könnt es ja gar nicht richtig sehen, deswegen muss ich mich hier ein bisschen entblößen für euch. Aber ich trage ein neues Set von Oceans Apart und dieses Set ist so wunderschön. Guckt es euch mal an. Das ist das Cosmic Set und es hat halt so eine Lederoptik, I guess. Und ich finde, dieses Outfit kann man halt natürlich im Gym tragen, aber auch genauso gut einfach im Alltag, so wie ich es gerade gemacht habe, mit irgendwas anderem drüber. Ich fühle mich echt sehr gut in diesem Outfit. Ich fühle mich echt unnormal schön. Ich fühle mich sehr in diesem Outfit, muss ich einfach zugeben. Heißt das I'm feeling myself? I'm feeling myself. I'm feeling myself. I'm feeling myself. Vielleicht haben wir es drin. So, jetzt muss ich noch ein paar Picks machen. Scheiße. Ich habe hier so rote Stellen, weil ich so ein bisschen in meinem Dekolleté rumgekratzt habe. Oh, und jetzt hatte ich das im Video. I hope it's not that bad. Hilfe. Naja, ich glaube, es war's dabei. Es reicht jetzt. I'm out. Ich muss es jetzt noch posten. Guten Morgen, meine lieben Freunde. Was geht ab bei euch? Ich habe gestern meinen neuen Wochenblog hochgeladen und jetzt wird es Zeit, mein Food Diary zu schneiden, weil mich hat schon jemand gefragt, Laura, wo bleibt eigentlich dein Food Diary? Hast du nicht angekündigt, es kommt ein Food Diary? Ja, es kommt. Keine Sorge, wenn ihr diesen Wochenblog seht, ist es schon online, also ich verlinke es euch in der Infobox. Da habe ich euch mal wieder mitgenommen, was ich so koche und was ich so esse generell. So, ich bin weitergekommen im Schnitt. Aber ich werde jetzt ganz kurz eine Pause machen und eben was zu essen holen. First of all, warum sehen meine Locken eigentlich so gut aus? The fuck? Wenn ich irgendwo hin muss, funktioniert es nicht. Aber dann, wenn ich zu Hause sitze, sehen die so aus. Das Ding ist, ich habe das ganz oft, dass meine Haare unten, also hier so, sind immer eigentlich relativ gute Locken. Wie ihr seht, die sind auch so definierter, sodass die jetzt nicht so puschelig aussehen. Aber obendrauf, das Deckhaar ist oft halt so frizzy, wie ihr hier seht. Und heute zum Beispiel war das fast glatt. Und da habe ich einfach nur das Deckhaar genommen. Also ich habe so ein paar Strähnen genommen, auch auf der Seite. Habe die nochmal nass gemacht mit Spülung einfach. Und deswegen ist auch wieder ein bisschen so Lockenform drin. Aber das war eigentlich fast glatt, was halt voll schade ist. Weil guck, wenn ihr hier das Haar zur Seite nehmt, sind hier halt direkt so Locken drunter. Ist auf jeden Fall schon mal ein guter Trick, dass ich das quasi herausgefunden habe, wie man das so leicht auffreshen kann. Ja, manche fragen mich, Laura, wo ist dein Video zur Curly Girl Methode hin? Ich werde euch bald nochmal ein Video abdrehen, weil ich habe jetzt, keine Ahnung, wann habe ich angefangen, so meine Haare lockig zu waschen? Habe ich das schon in London gemacht oder nach London? Auf jeden Fall sind es 1,5 Jahre oder so her. Und ich habe jetzt auf jeden Fall ein paar Sachen gelernt, habe ein paar Produkte auch gelernt, habe ein paar Methoden gelernt, zum Beispiel so, wie man es über Nacht macht, wie man es tagsüber macht. Ja, kann ich euch gerne nochmal wann anders zeigen, aber so schwer ist es eigentlich gar nicht. Ich glaube, man muss einfach selbst herausfinden, was man selbst für eine Lockenform hat und wie man die am besten in Form bekommt. Weil jeder muss halt auch andere Sachen benutzen, weil nicht jeder hat genau diese Locken, die ich habe. Manche haben vielleicht stärkere, manche haben weniger starke und so weiter. Aber ich weiß nicht, ob euch das noch interessiert. Ab und zu werde ich nochmal danach gefragt. Aber dann bin ich so, brauche ich jetzt extra ein Video darüber machen. Ja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ich will kurz zu DM steppen, weil... Ach scheiße, ich habe meinen Akku nicht geladen und der ist leer. Luisa schwärmt immer von diesem Toskana-Aufstrich von DM. Und den will ich mir jetzt holen, weil ich habe noch eine Avocado. Und sie meint, es schmeckt richtig gut zusammen. Stimmt, und Ani hat auch gesagt, es schmeckt sehr gut zusammen. Ja, mir wurde es von allen Seiten empfohlen, deswegen muss ich mir das jetzt auch holen. Und dann hole ich mir vielleicht noch ein Brötchen oder so. Ich habe richtig Bock auf so ein frisches, geiles, weiches Brötchen. Also Leute, den Toskana-Aufstrich gab es nicht. Dann habe ich stattdessen einen anderen Aufstrich genommen. Und dann ist er mir gerade vor der Tür auf den Boden gefallen. Great, we stand.
Ich hole mal kurz einen Handfeger und mache das sauber. So, liebe Freunde, das Wetter ist irgendwie voll schön. Da seht ihr es. Es ist schön blau, die Sonne scheint. Aber ich muss jetzt erst einmal die Wohnung putzen. Komplett von oben nach unten. Mein Zimmer auch. Ich mache es halt meistens so, wisst ihr, wenn ich mit dem Putzen dran bin in der Wohnung, dann putze ich so den Rest der Wohnung. Aber mein Zimmer mache ich meistens an einem anderen Tag, weil ich keinen Bock habe. Aber heute mache ich komplett alles, also auch mit meinem Zimmer. Das wird ein Weilchen dauern, das zu machen. Und dann muss ich noch ein T-Shirt wegschicken, weil eine Zuschauerin hat halt ein Shirt noch von mir gekauft. Schaut mal, sie hat mein What's Good Shirt geholt. Ja, und ich habe tatsächlich auch noch hier Shirts hängen. So sieht es aus. Das ist halt vorne und das hat so einen Rückenausschnitt. Stimmt, das hat immer noch keiner gekauft, ne? Ja, dann habe ich noch, ich weiß nicht, warum der Fokus die ganze Zeit weggeht. I'm a bit confused as well. Hello, hier bin ich. Dann habe ich immer noch diesen Morgenmantel. Den wollte halt irgendwie auch keiner haben. Voll schade, weil der ist eigentlich voll der Süße. Guck mal, dann steht da so La Reva drauf. Ganz Victoria's Secret Style. Aber, naja, wollte bisher noch keiner haben. Und dann habe ich noch diese Hose mit den Blitzen. Die hat auch noch keiner gekauft. Warte, die zeige ich euch mal. Also wenn ihr die haben möchtet, könnt ihr mir entweder eine E-Mail schreiben. Meine E-Mail ist in der Infobox verlinkt oder halt bei Instagram. Hier, so sieht die aus. Mit so Blitzen. Sieht ein bisschen aus wie Wurzeln, ich weiß. Aber eigentlich sollten es Blitze werden. Ja, das sind die drei Sachen, die ich an Merch noch gerade habe. Bisher habe ich noch nicht weiter irgendwas gemacht. Aber ich habe das auch erstmal, muss ich sagen, nicht vor, weil die Nachfrage, ich meine, ich habe es ja schon gedacht, die Nachfrage ist halt nicht allzu hoch. Und deswegen lohnt es sich nicht so, die ganze Zeit Merch zu machen. Aber es haben sich ein paar Leute bei mir gemeldet, die halt was Bestimmtes haben wollen. Also ich glaube, 1, 2, 3 Leute. Für 3 Leute habe ich halt quasi wie so einen Auftrag. Also wisst ihr, die haben gesagt, okay, ich hätte gerne so eine Farbe von einem Shirt. Ich hätte gerne das und das draufstehen. Da habe ich mich noch nicht drum gekümmert und es ist schon ein Weilchen her, dass ich danach gefragt wurde. Aber wenn ihr so etwas möchtet, könnt ihr mir auch gerne schreiben, weil das ist dann auch für mich einfacher, wenn die Leute quasi direkt einen Wunsch haben, als wenn ich so denke, okay, vielleicht wäre das und das cool und im Endeffekt will es halt keiner. Ich mache mich jetzt kurz auf den Weg. Ich muss ein Päckchen abschicken und ich muss eins abholen, weil ich habe gerade eine Nachricht bekommen, dass DHL mich nicht erreichen konnte, obwohl ich die ganze Zeit hier war. Aber ich reg mich gar nicht drüber auf, weil es ist nicht so schlimm. Ich muss sowieso raus, dann kann ich das auch abholen. Macht nicht so einen großen Unterschied. Ich zeige euch noch mein cooles Outfit. Nein, ich mache es nicht. Guck mal, ich habe so einen gammeligen Pullover einfach an, in dem ich auch gerade geputzt habe, der eigentlich dringend gewaschen werden muss. Ihr seht nicht mal meine Hose. Kurz einsprühen, weil ich habe, wie gesagt, gerade die Wohnung geputzt und bin komplett verschwitzt eigentlich. Aber dann habe ich das gleich erledigt. Dann kann ich die Wäsche in dann kann ich die Klamotten in die Wäsche schmeißen, meine Wäsche anstellen, duschen gehen. Deswegen, das ist alles, hat schon alles die richtige Reihenfolge. So, ich muss mir ein bisschen Lipgloss drauf machen, weil meine Lippen sind ein bisschen dry gerade. Also, ich habe einmal ein Päckchen bekommen von einer Firma. Das kann ich euch jetzt leider nicht vorstellen. Beziehungsweise möchte ich nicht, weil ich auf YouTube nicht dafür bezahlt werde. Aber ihr werdet es auf Instagram sehen. Interesting. Was habe ich denn hier Feines bekommen? Auf jeden Fall, was ich außerdem noch gekauft habe. Ich war noch eben ganz flott einkaufen bei Lidl. Weil, guck mal, ich habe diese Brötchen entdeckt und die sahen irgendwie so geil aus. Und die haben halt nur, also nur noch die Hälfte gekostet, weil die halt nicht mehr fresh sind. Aber die fühlen sich fresh an. Die sind voll weich. Auf jeden Fall dachte ich mir, ich kann die einfach einfrieren. Weil ich habe irgendwie voll Lust. Ganz oft habe ich so Lust auf Brötchen, aber man muss die halt immer direkt kaufen, weil die halt so schnell wieder hart werden und so. Und dann kann man die sich halt einfach in den Ofen packen, neu fresh aufbacken. Ja, das war mein Plan. Die sehen voll lecker aus, oder? Oh, diesen Anblick habe ich gerade nicht erwartet. Unter irgendeinem letzten Video wurde ich gefragt, wie es meinen Pflanzen denn eigentlich geht. Wie ihr mitbekommen habt, zwischendurch ging es denen nicht gut, aber I think they're fine. So, ich zeige euch mal eben die große Pflanze. Ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt. So sieht die süße Maus aus. Also, es scheint ihr ganz gut zu gehen. An manchen Blättern sind halt so braune Stellen entstanden. Aber ich habe herausgefunden, das hat auch jemand in die Kommentare geschrieben,
da diese Stellen sehr hell sind, brauchen die extrem viel Sonnenlicht. Aber in meinem Zimmer bekommen die halt nicht so viel ab, weil hier ist der Innenhof und da kommt nicht so viel Sonne rein. Deswegen werden die Stellen braun, deswegen ist es auch nicht allzu schlimm, weil ich meine, es wird halt ein bisschen braun und das war's. Mehr passiert da auch nicht großartig. Und hier war halt eine riesige helle Stelle und so ist es auch komplett braun geworden. Aber das ist jetzt schon ein Weilchen her und sonst scheint alles gut zu sein. Also ich habe das halt so gemacht, ich habe die Erde komplett ausgewechselt, weil auf der anderen war schon so Schimmel oben drauf, weil ich scheinbar die Pflanze zu oft gegossen habe. Deswegen habe ich sie halt in einen anderen Topf gestellt. Der andere Topf war nämlich viel kleiner. So, dann habe ich es da reingemacht mit neuer Erde, allem. Und ich gieße die Pflanze jetzt nur noch sehr, sehr selten. Also alle paar Wochen. Keine Ahnung, alle 3 Wochen oder sowas. Alle 3, 4 sogar. Und so scheint es ihr ganz gut zu gehen. Genau. So geht es meiner Maus. Und die steht hier immer auf dem Fenster. Das Problem ist, für sie habe ich halt noch keinen neuen Übertopf. Deswegen steht das so hässlich da. Oh, ich sehe gerade, da ist ein verwelktes Blatt zwischen. Das habe ich nicht gesehen. Weiß ich gerade nicht, ob das neu ist oder nicht. Auf jeden Fall bei der Pflanze genauso. Die war in einem viel kleineren Topf. Dann habe ich sie umgepflanzt. Das ist eine, hier weiß ich sogar den Namen, weil es steht hier drauf. Das ist eine Monstera Monkey Leaf. Guck mal, sieht so süß aus. Wie süß ist bitte dieses Pflänzchen? Ich liebe sie. Und ja, also hier sind auch ein paar braune Steine, aber die waren auch schon, als ich die Pflanze gekauft habe. Deswegen, bei ihr scheint auch alles gut zu sein. Ist doch ein Blatt, oder nicht? Was hat das zu bedeuten? Warum passiert das? So, guten Morgen, Friends. Ich esse gerade mein Porridge. Okay, ich kann es nicht zeigen. Ich esse mein Porridge. Nebenbei mache ich mich fertig, weil ich habe bei so einem Gewinnspiel mitgemacht. Das war irgendwie ganz random. Da hat mich so eine Zuschauerin markiert. Sie so, Laura, da musst du mitmachen. Das ist von Universal. Eine Merch-Kampagne für Dua Lipa. Und ich war so, ja, okay, komm. Ich probiere es einfach mal aus, weil ich mag Dua Lipa echt gerne. Deswegen wäre halt schon nicht schlecht so. Und ich habe halt drunter kommentiert. Und ich habe tatsächlich eine Nachricht bekommen. Herzlichen Glückwunsch, du darfst bei der Kampagne dabei sein. Dafür mache ich mich jetzt gerade ready. Das ist halt für ihr neues Lied Physical, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ihr Album auch Physical heißen wird oder so. Und es dafür alles ist. Ich habe es noch nicht so ganz verstanden, aber ich denke, wir werden heute auf jeden Fall mehr erfahren. Genau, was da auf uns zukommt, weiß ich nicht so ganz. Aber dadurch, dass es auch schon Physical heißt, es wird halt so ein bisschen irgendwas mit Tanzen sein, I guess. Irgendwie stand da irgendwas von Moves. Eine Freundin von mir, Sophia, die kommt mit. Deswegen werden wir sehen, wie wir das Ganze heute meistern. Ich muss mich jetzt relativ schnell fertig machen. Dann muss ich los. In so 25 Minuten, aber das schaffe ich easy. So, ich habe gerade schon Sportklamotten eingepackt, weil wir sollen irgendwas Sportliches anziehen. Wir wissen halt nicht so ganz genau, was da auf uns zukommt. Deswegen habe ich jetzt einfach mehrere Sachen eingepackt. Dann kann man ja schauen, kann man sich noch umziehen oder so, wenn es doch nicht passt. Ich finde es auf jeden Fall so lustig. Ich habe einfach spontan mitgemacht. Zack, direkt eine Nachricht in meinem Postfach. Let's get physical. Es hat so 80s Vibe, so Call on Me oder so. Don't you agree? Das ist auf jeden Fall das Lied. Ich bin so gespannt darauf, was wir da heute machen. Dua Lipa wird übrigens nicht dabei sein. Leider nicht, nein. Fulltime Clown. Fulltime Circus. Der Esel. Gibt es einen Clown, der einen Zins für einen Esel? Es kommt auf den Clown an. Was? Es kommt auf den Zirkus an. Manchmal gibt es Esel, manchmal gibt es keine. Weil manchmal darf es keine Tiere mehr geben. Ja, das ist ja auch besser so. Ach, naja, du bist der Esel im Clown. Du warst der Esel im Zirkus, dann wurdest du gekündigt und jetzt hast du keinen Job mehr. Ja. That's sad, kinda. Lol. Ist es schon an? Ja. Die fällt auseinander, deine Kamera. Ist die bewusst, was? Ja, ich weiß, die ist ein bisschen kaputt. Same. Locker, man darf hier gar nicht drehen, wie so richtig kackendreist einfach. Erstmal einen dicken, fetten Vlog machen. Let's get busy. Oh, yes, Queen. Mm. Come at me. Oh, hi. Mir ist wirklich unglaublich schwindelig. Mir wird gerade auch ein bisschen. Oh, ja. Mashallah. Mashallah. Ich schmeck den Mashallah. Ich schmeck den Mashallah. Hi. What it do? Goodbye. Ich möchte Musik. Oh. Ich möchte Rihanna. Gib mir das Stück. Geil.
Und da kann man sich reinsetzen. Die Ponys. Hier läuft Slim Shady. Oh ja, go off. Ich kann den Text. Aber look at this environment here. Wow. That's a nice. Das ist ein nice Workspace. Ihr hört Leute. Das ist shy. Du bist so awkward, wenn du einfach so rumstehst. Das makes me uncomfortable. Ich weiß, ich bin halt wirklich so ein Mensch. Normale Menschen stehen halt so irgendwo so selbstbewusst rum. Aber ich bin immer so komisch. Die Kamera fällt halt einfach auseinander. So. Ich weiß gar nicht. Ich weiß, da ist halt eine Schraube locker. Du hast auch eine Schraube locker. Ich weiß, locker. Aber guck. I know, I've seen it. I know. Sieht aus wie Michael. Oh! Queen! Voll! Go off, Queen! Go off! Komm, geh! Yeah. Just at the shoot, you know? It's like was, bitte. Stärk mein Selbstbewusstsein. Sag noch mehr. Bitte, ich brauch das. Ich sag Katalea, danke fürs Essen, Katalea. Genau, gestern habt ihr, glaube ich, als letztes von mir gehört. Da waren wir bei dem Dreh. Und guck mal, Leute, ich habe euch ja davon erzählt und so weiter. Und ich wusste nicht so ganz, was auf uns zukommt. Aber es war einfach so geil, wirklich. Das hat so Spaß gemacht. Also ich hoffe, ihr habt schon ungefähr so gesehen, das, was ich eingeblendet habe, es war halt so. Es sollte einfach so ein Promo-Video quasi sein für den Merch von Dua Lipa. Genau. Aber das Ding ist, irgendwie hatte jeder so richtig Bock und so weiter. Und das ganze Team hat irgendwie so gestimmt. Also auch Kameramann und whatever, die dann noch dazu gehört haben. Die waren alle so zufrieden damit. Die meinten, es kommt so oft vor, dass man plant und plant und plant. Und dann filmt man halt und man kann es eigentlich direkt vergessen so. Die waren full on zufrieden mit uns. Und denen hat es richtig gut gefallen. Uns hat es richtig gut gefallen. Ich hoffe, dass ich sowas häufiger machen kann, weil es einfach so Spaß gemacht hat. Ja, und dann war Sophia bei mir. Dann habe ich ihr Thai Curry gekocht. Es ist so lecker geworden. Ohne Witz. Ich zeige euch bald mal, wie es geht. Waren wir beim Tanzen. Dann haben wir Germany's Next Topmodel geguckt. Dann bin ich nach Hause gefahren. Bin erst um 2 Uhr eingeschlafen. Warum auch immer. Ich konnte einfach nicht schlafen. Und heute geht es für mich mal wieder nach Hamburg. Aber nur für eine Nacht. Also ich werde nicht mal 24 Stunden dort sein. Ich komme heute, glaube ich, um 17 Uhr an und fahre morgen schon um ungefähr 12 Uhr wieder nach Hause. Also es ist nur ein ganz kleiner, kurzer Hamburg-Trip. Makes me wonder. Yeah. Man sieht mich nicht mal. I'm gonna take a quick nap. Go ahead. Pop or drop. Ich habe noch nie so einen schlimmen Gegenstand. Ich habe Angst, ich muss das wegbringen. Ich habe das Gefühl, das ist. Ich habe geweint. Ich glaube, ich habe aus Versehen mein Mikro zugehalten, aber I had a good time. Sorry, ich muss hier noch aufhören zu filmen. Wir sind die Ostgirls. Oh mein Gott, ja. Doch. We should be original. Aua!
So Leute, ich bin in Hamburg, ich bin jetzt auch schon ein Weilchen hier. Ich weiß nicht, alles läuft hier irgendwie anders als geplant. Aber ich bin in so einem Hostel, Hotel, whatever. Das nennt sich halt Superbude. Und das ist halt alles so ein bisschen jung und flippig und fresh. Und ich finde es echt cool, muss ich sagen. Ich zeige euch einfach mal kurz mein Zimmer. Hier ist ein Doppelbett und hier ist sogar noch ein Bett, weil eigentlich sollte noch eine dritte Person kommen. Hat sich jetzt alles irgendwie erledigt, aber ja, so sieht es halt aus. Und das hat halt hier auch so einen Innenhof, da ist so ein Fotoautomat und dann... Also es sieht, die Lobby und so weiter sieht halt auch richtig schön aus. Das ist alles so jugendlich. Oh, okay, das ist das Bad. So sieht das Bad aus, mit so einem roten Licht. Da hängt so ein Fisch. Naja, das Ding ist, ich muss mich jetzt halt ein bisschen beeilen, weil ich noch eine Insta-Story filmen muss. Ich daran halt nicht wirklich gedacht habe, dass das noch in meiner Zeitplanung drin ist. Und ich muss so in 15 Minuten los. Schaffe ich das in 15 Minuten, eine Insta-Story zu filmen? We will see. Interesting ist auf jeden Fall diese Aussicht. Die ganze Zeit einfach Autos. Übrigens habe ich den Spaß hier mit Airbnb gebucht und da werde ich auch immer wieder gefragt. Ich habe immer wieder Fragen in meinen DMs und so weiter. Laura, gilt dein Airbnb-Code noch? Yes, er ist unten in der Infobox. Wenn ihr euch neu anmeldet über meinen Link, dann bekommt ihr einen 15-Euro-Rabatt. Und ich bekomme auch einen 15-Euro-Rabatt. Deswegen ist es geben und nehmen, Leute. Ihr wisst Bescheid. Ihr könnt auch zum Beispiel Hostels und Hotels mittlerweile über Airbnb buchen. Habe ich jetzt auch schon häufiger mal gesehen. Deswegen, ja, das wollte ich nur nochmal gesagt haben. Gönnt euch diese 15 Euro und gönnt mir. Hallo Freunde, was geht ab? Ich habe mich die ganze Zeit nicht bei euch gemeldet, weil ich die schlechteste Vloggerin auf der Welt bin. Wir waren gestern tanzen und Daike filmt mich gerade, weil sie es ganz lustig findet. Ja, und wir sind gerade bei Genusshelden, so heißt es. Und bei mir gibt es eine Blue Bowl. Da ist so ein bisschen Acai drauf. Es ist keine Acai Bowl. Und hier super leckeres Frühstück. Wir haben es zwar noch nicht probiert, weil wir die ganze Zeit Bilder machen, aber ich meine... Und Greta kommt auch noch gleich nach, weil was wäre ein Hamburg-Besuch ohne Greta? Deswegen... Peace out, Leute. So, jetzt wird gegessen, ich habe so Hunger. Freunde, was geht ab? Ich bin wieder back in Berlin. Solange ich in Hamburg war, ist irgendwie ein bisschen diese ganze Corona-Thematik aus dem Ruder gelaufen, I guess. Ich habe heute schon ein Video gesehen von so einem Streit bei DM, wo so ein Klopapier ging. Ich so, okay, so weit sind wir jetzt, Leute. Ich will da auch nicht jetzt zu viel drüber reden, weil ich sowieso irgendwas Falsches sagen werde. Deswegen esse ich jetzt meinen Thai Curry. Ich habe mir nämlich vor ein paar Tagen ja Thai Curry gemacht. Und ich hatte noch eine Portion über und ich hatte das vergessen. Und ich war so, oh scheiße, was esse ich gleich? Und ich habe in den Kühlschrank geguckt und da wartet einfach dieser Teller auf mich. Ich war noch schon lange nicht mehr so glücklich wie gerade. Deswegen genieße ich das jetzt. So, meine Lieben, was geht ab bei euch? Ich bin gestern, vor ungefähr 24 Stunden, habe ich das Haus verlassen und habe meine Kamera vergessen. Und ich bin halt jetzt irgendwie erst wieder zu Hause und konnte halt die ganze Zeit leider nicht filmen und konnte euch nicht mitnehmen. Deswegen nur ein ganz kleiner, kurzer Recap. Ich bin gestern zum Tanzen gefahren. Ich habe die letzte Tanzstunde gemacht, jetzt erstmal für einen Monat, weil halt die ganzen Tanzschulen und so weiter alle geschlossen wurden. Dann bin ich mit Ada und einer Freundin noch was essen gewesen. Und dann wollte ich eigentlich nach Hause fahren. Und dann war ich so, ah, warte, bei Luisa ist wieder Chilaui angesagt. Deswegen bin ich zu Luisa gefahren. Und dann haben wir Sophia die Haare geschnitten, beziehungsweise ich habe gar nichts geschnitten. Luisa hat die ganze Zeit geschnitten, ich habe nur emotional support gemacht. Dann haben wir bei Luisa geschlafen. Ja, und dann waren wir vorhin, wollten wir eigentlich zu einem Flohmarkt, aber alle Flohmärkte haben wohl auch zu. Haben wir einen Kaffee getrunken, dann sind wir in den Mauerpark gegangen und dann bin ich nach Hause gefahren. Also es war ganz viel Action, was ich alles hätte mitnehmen können auf der Kamera, aber ich habe sie einfach zu Hause vergessen. Und es ist so sad. Aber auf jeden Fall, liebe Leute, ich habe die ganze Zeit gefastet, aber ich habe gerade diesen Kuchen gebacken. Die Inhaltsstoffe sind halt alle vegan. Man muss halt Eier und Milch hinzufügen, aber das kann man ja auch ganz einfach vegan machen. Deswegen habe ich diesen Tim. Ja? Ich habe diesen Typ Zimtschneckenkuchen gemacht. Ein saftiger Rührkuchen. Und der ist, glaube ich, gleich auch schon bald fertig. 10 Minuten noch. Ich weiß nicht, ich hatte gerade einfach so ein Feeling. Ich war so, nee,
Sis, I'm out. I'm out with the fasting. Und dann ist mir eingefallen, dass ich meine Tage wahrscheinlich morgen kriege. Und dann war ich so, oh, it makes sense now. Man kann natürlich alles einfach darauf schieben, aber it is what it is. It is what it is. Wisst ihr was? Alles halb so schlimm. Ich mache mir jetzt einfach noch ein Eiweißbrot, bevor ich meinen Kuchen esse, weil wenn ich jetzt vorher nichts esse, dann esse ich aus Versehen den ganzen Kuchen auf. Wisst ihr, dann bin ich so, haha, ich habe Hunger. Deswegen esse ich jetzt einfach einen ganzen Kuchen und dann ist mir schlecht und dann habe ich Bauchschmerzen und dann weine ich. Deswegen mache ich mir hier jetzt ein Eiweißbrot mit Hummus von Rewe. Der ist übrigens richtig geil. Das ist so ein Tomatenhummus. Hier, look at that. Tomatenhummus von Perla. Der ist richtig geil. Es gibt noch Paprika und es gibt irgendwie Kürbis oder so. Aber dieser Tomaten ist einfach Choc-Güzel. So, dann mache ich den drauf. Und dann nehme ich Avocado, weil da habe ich auch noch eine offene. Bevor die mal hier komplett schlecht wird. Das baller ich mich ja auch drauf auf mein Sandwich. Bad Bitches, link up. Link up. Link up. Link up. Link up. Eine ordentliche Portion fresh Avocado drauf. Dann Chili-Salz drauf. Und Pfeffer. Guck mal, da ist nicht mehr so viel drin. Aber ich versuche die Pfefferkörner bis zum letzten Korn zu benutzen. Aber hört ihr, das crackt auch schon mal nicht mehr so richtig. It's difficult, but it's fine. It's completely fine. No problem. No problem at all. Dann habe ich hier noch einen Kopf Eisbergsalat. Da nehme ich mir hier so ein Blatt runter. So, ich wollte auch eigentlich die Tage mal nach Hause fahren, weil ich eigentlich meine Oma im Krankenhaus besuchen wollte. Aber jetzt stellt sich halt die Frage, ob ich das überhaupt machen kann, weil wenn ich jetzt nach Hause fahre, erst einmal kann man, glaube ich, die Leute gar nicht mehr im Krankenhaus besuchen. Also hat sich das schon mal erledigt. Und dann stellt sich die Frage, ob der Bahnverkehr nicht komplett eingestellt wird und ich gar nicht mehr nach Berlin komme. Und das wäre dann doppelt schlimm. Deswegen weiß ich irgendwie nicht so ganz, was ich machen soll. Ich glaube, mein Kuchen ist fertig. Guck mal, ich hatte leider keine Springform. Deswegen habe ich das in so eine, ich weiß gar nicht, wie die Form heißt, da, wo man Bananenbrot auch reinmacht. Oh mein Gott, ja. Oh, Hilfe. Oh, das riecht so geil. So, man muss es aber ein bisschen auskühlen. Weil da muss am Ende noch Glasur drauf. Aber eigentlich würde ich es auch gern so schon probieren. Ist mir egal, ich probiere es einfach so. Wisst ihr, im Leben gibt es keine Rules. Und vor allem nicht in meinem Leben. Deswegen gehe ich da jetzt einfach mit dem Löffel so rein. Zack. Ein Löffel Zimtschnecke. It's good. Das schmeckt voll lecker. It's so good. Okay, ich werde jetzt aber warten, bis der Rest auskühlt. Und dann mache ich Glasur drauf. Und dann ist es vielleicht noch besser. Aber das ist schon voll süß. Muss da überhaupt noch Glasur drauf? Naja, Ladies und Genitals. Ich bin die ganze Zeit dabei, Elite zu gucken. Ich habe irgendwie gerade einen Pickel gekriegt. Genau den, der war vorher noch nicht da. Der ist irgendwie in den letzten paar Stunden gekommen. Alter, wie sehe ich denn aus? Hier die ganze Mascara hängt hier unten. Ach du Scheiße. Wie kann man sich so überhaupt zeigen auf der Welt? Naja, ich bin zurzeit eine super schlechte Vloggerin, ich weiß, aber irgendwie bin irgendwie zu dumm, wieder 45 Minuten Vlogs zu machen, deswegen werden die meisten ein bisschen kürzer. Ich habe keine Ahnung, wie lang dieser Vlog ist, vielleicht sind es nicht mal eine halbe Stunde. Ich kann mich nicht einmal daran erinnern, was ich diese Woche gevloggt habe. Was habe ich überhaupt diese Woche gemacht? I do not remember. Aber naja, Leute, ich muss auf jeden Fall jetzt duschen. Ich habe irgendwie richtig Kopfschmerzen. I need some sleep. Deswegen werde ich mich jetzt komplett von oben nach unten einmal komplett abduschen. Meine Sachen alle in der Wäsche schmeißen. Und dann werde ich wie ein neugeborenes Baby in mein Bett gehen. Boah, nee, gerade hittet es richtig. Also, ich hoffe, euch hat dieser Wochenblock gefallen, auch wenn er ein bisschen kürzer ausgefallen ist. Aber ich habe euch trotzdem alle lieb da draußen. Das war's dann heute von mir. Tschüss und bis zum nächsten Mal.